Es gab ein Poster und da hat der Mike unterschrieben und aber auch Lukas. Und Mike hat auf mäßig so No Fucks Given durchgestrichen. Lukas. Ja, es hatte den Lukas. Finde ich lustig, war so geil. Muss mich mit aufklären, habe ich doch gerade. Richtig geil, finde es richtig. Ich weiß irgendwie, keine Ahnung. Ihren Mann geil, geil. Kindisch. War kindisch. Er hat Lukas hochgenommen, aber war richtig so. Lukas hätte nicht bei Mike unterschreiben brauchen. Bisschen übertrieben. Auf demjenigen das seine, aber er ist, glaube ich, auf Beef aus. Ehrenlos. Ich mag Lukas nicht, aber ich finde trotzdem ehrenlos von Mike. Der weiß, was im Hintergrund passiert ist. Deswegen sage ich dazu nichts und habe keine Meinung. Also, wer weiß. Kindisch, hab's gefeiert. Unnötig. Ja. Wie findest du das? Unnötig, ehrenlos. Sie hatten Waffenstillstand, jetzt geht das Ganze wieder los. Leute, die hatten nie Waffenstillstand, die haben ja nie öffentlich gepostet. Wir haben jetzt Waffenstillstand, wir werden nicht mehr gegeneinander machen. Wieso darf Lukas Mikes Lieder dissen, aber er nicht seine Unterschrift durchstreichen? Leute, Musik dissen war es, glaube ich, nicht. Und ich weiß davon nicht. Ich habe ja auch gerade gesagt, Mikes Trip-Album ist das schlechteste Album, was er jemals gemacht hat. Somit habe ich alle seine Lieder davon gedisst. Oder nicht? Ja. Das war einfach nur bei mir, von mir aus konstruktive Kritik, wo ich gesagt habe, der Mike kann mehr. Ja, seine Lieder gefallen mir da nicht, außer Bon Voyage. Das ist das einzige Lied von Typ-Album, was ich mag. Und naja, Alter, rap Mami auf Papi. Leute, Alter, hört euch jetzt mal bitte die Rap-Texte von allen Leuten an, die jetzt gerade big im Geschäft sind, außer jetzt Summer Jam Flair und so, die auf diesem Abi-Trip gehen. So, aber Mero macht's doch auch nicht besser. Er sagt ja, bam, bam, rocke wieder Parts für die Million oder so. Fick mies, Diggi. Mies, Diggi, Milli. So, woran ist das denn bitte krass? Wo ist denn das Song da krass? So, ihr heult rum wegen Mami, Papi, aber Milli, Pitti ist besser oder was? Nein. Eben nicht. Ist eben nicht besser. Zum Beispiel auch von Meros Album. Ja, von Meros Album, was ja jeder so feiert. Weil ich habe ein Lied in meinem Spotify. Ein Lied habe ich davon. Und das ist Buffon. Oder wie Buffon, wie es auch immer heißt. Das ist so legendär, so wie Buffon. Du bist leise. Danke. Mami, Papi ist dümmer. Nein! Nein! Eben nicht, Walla! Ich bin ja ehrlich mit euch. Der Rap von Lukas war scheiße. War der. Der war scheiße. Was hat Lukas sich denn in dem Moment gedacht? Er dachte so, ich mach jetzt mal einfach Rap. Fahr im Ferrari gerade durch Pari, Mami, Papi. Jo, Mann, das ist geil. Nein, er wusste safe, dass es Hate gibt. Aber es war trotzdem kacke. Safe. Mero ist Legende. Nein, ist er nicht! Nein! Leute, ganz ehrlich, das Mero ist eingebildet, das kann man nicht sagen. Aber egal, pass auf. Um zurück auf das Thema zu kommen, Mike und Lukas. Erstens weiß man nicht, wann Lukas dieses Poster unterschrieben hat. Das von Mike war. Stellt euch mal vor, die waren dann noch dicke. Lukas war vorher da. Hat geschrieben, Grüße Bro, Lukas,
Fertig. So. Versteht ihr? Kann Mike nicht wissen. Kann auch jeder nicht wissen. Außer Lukas. Und der Sender. Oder wo er auch immer war. Pass auf, guck mal. Zum Beispiel. Was ich finde das, ich fand's kacke von Mike. Bin ich auch offen und ehrlich. So, auch wenn jetzt jemand vielleicht von Mikes Leuten da hier gerade den Stream schaut. Alles gut, Leute. Ich meine ja gerade hier kein Beef oder so. Ich fand's einfach nur von Mike unnötig. So, ich habe das gesehen. Ich dachte mir so. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Weil Lukas hat ganze Zeit nichts gemacht. Lukas wird auch nichts machen. So. Nichts übertrieben Heftiges. So. Und das Ding ist, guck mal, ihr sagt jetzt, also die meisten Mike-Fans sagen so, Lukas disst Mikes Songs, aber dann streichst jetzt so Unterschrift von Lukas und dann ist direkt wieder Mike schuld. Also, der Mike hat damals gesagt, könnte sein, dass ich Lukas Riga box so. Es war schon geil. So, war lustig. Hätte so gerne gesehen, wie er Lukas Riga geboxt hätte. Wäre bestimmt lustig gewesen. Du weißt nicht, ob er nichts gemacht hat. Wer weiß, wie es privat war. Lukas hätte es verdient. Und warum sagst du, dass Lukas es verdient hat? Weißt du, was privat abgelaufen ist? Nein! Nein! Also, Leute. Statt das einfach, warte, statt das, dass sie das einfach sitzen lassen und sich darum nicht mehr kümmern, wird es immer wieder in die Öffentlichkeit gezogen. Die könnten das Thema einfach beiseite lassen und nichts davon mehr ansprechen. Da hast du auch recht. Was hast du jetzt gegen Mike auf einmal? Ich hab nichts gegen Mike. So, aber wenn mir Leute kommen und sagen, der Lukas hat das und 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 das, und das gemacht, aber nicht sagen, was Mike gemacht hat, hasse ich sowas. Leute immer zwei Seiten so sehen. So, ganz einfach. Also ich kenne die beiden, da hatten die beiden unter 100k, da waren das auch so kleine Bubis wie ich damals. So, und sind beides liebe Menschen. Aber ihr müsst euch, die meisten Leute wissen gar nicht, dass ohne Lukas ich jetzt nicht hier wäre. Mit so viel Abonnenten mäßig. Weil Lukas hat mich damals da reingeholt, in die Klick. Und nicht Mike. Oder auch nicht Jaden und auch nicht Keanu. Es war Lukas, meine lieben Freunde. Warst du nicht auf Mikes Seite? Ich habe nach 2 Jahren ganze Zeit auf Mikes Seite stehen gemerkt, dass ich auf gar keiner Seite mehr bin, sondern auf meiner eigenen. So, ich bin auf meiner eigenen Seite. Da juckt es mich nicht, was ein Mike und was ein Lukas haben. So, ich wollte euch einfach nur fragen, weil ich es interessant finde. Die Lina Goals, das Ding ist aber auch Beef. Das Ding ist, du kannst dem Beef nicht entkommen. Du kannst nicht. Der Beef holt dich ein, ob du willst oder nicht. So. Das Ding ist ja auch, guck mal, wie lange ignoriere ich schon die Frage, ob ich noch mit Mike Kontakt hatte? Also ich habe das wirklich, glaube ich, über ein halbes Jahr lang habe ich das verschwiegen, habe das nicht einmal angesprochen. Ich habe jede Frage ignoriert in Livestreams, auch wenn es die einzige Frage war. Ja, auch wenn ich auf Twitch gestreamt habe und da 5 Zuschauer waren und eine gefragt hat, ey, yo, hast du noch Kontakt zu Mike? Ich schwöre, ich habe die ignoriert. Locker 6 Monate lang. So, und deshalb, ganz einfach. Irgendwann holt dich das ein und irgendwann kannst du es auch nicht mehr verschweigen, weil die Nachfrage einfach viel zu hoch ist.
Viel, viel, viel zu hoch. Deshalb. Aber ich habe nichts gegen Mike, ich habe nichts gegen Lukas. Ich konzentriere mich auf mich selbst. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Weil Lukas und Mike schreiben nicht meine Texte. Deshalb, ich schreibe meine Texte alleine. Deshalb muss ich auf mich mehr konzentrieren. Meine lieben Freunde. Deshalb, diese Postaktion war unnötig. Meiner Meinung nach, ja, wie ihr das seht, ist mir scheißegal. Aber denkt einfach nur nach, es muss einen Grund haben, warum das Mike gemacht hat. Denkt einfach so. Aber, dass der Grund geschehen, also dass der Grund überhaupt da ist, muss davon noch einen Grund gegeben haben. Das heißt, wenn Mike abgefuckt auf Lukas ist, dann muss er auch einen Grund haben, warum Lukas abgefuckt auf Mike ist. So, wisst ihr, wie ich meine? So ganz einfach.